Hallo und herzlich willkommen beim Brick Freak. Heute haben wir mal was Neues auf dem Bautisch. Jawohl, mal eine ganz neue Firma. Sehr schön. Die Firma Kakoblocks. Ja, ob das ein gutes Händchen mit der Namensauswahl war, sei es mal dahingestellt. Aber ich denke, in ihrem Herkunftsland klingt Kakoblocks auch nicht ganz so wie für uns Deutsche. Ist ein 1 zu 8 Supersportwagen. Aston Martin. Vantage, glaube ich, GT3. Sie meinen, der wäre ab 14? Schauen wir mal. Die Modellnummer 10001, sehr schön jungfräulich klingt das irgendwie ganz weit unten. Ist, glaube ich, auch ihr erstes Modell. 3850 Teile geben Sie hier an. Schaut unten in die Videobeschreibung. Da sind zwei Links. Das erste geht wie immer zu Your World of Building Blocks. Besser gesagt, vielleicht sind da zwei Links. Also, einer geht auf jeden Fall zu Your World of Building Blocks, wo ihr den kaufen könnt. Und der zweite Link, wenn einer da ist, geht dann, wenn es ein geklauter Mock ist, zum Originaldesign. Das werde ich noch rausfinden, wie immer. Guckt da bitte nach. So sieht die Anleitung von vorne aus, ja? Wir haben die Rückseite gesehen. Die Farbauswahl. Jetzt muss ich dazu sagen, mein Treppenhaus ist weiß-lila. Also, ich bin kein Fan von großbunten Wänden. Ja, ich weiß, ihr wundert euch sicher. Gell? Ich drehe im Esszimmer und erst war sie grün, jetzt ist sie rot. Es ist Esszimmer, da hat meine Frau natürlich das Sagen. Aber ich mag lila. Insofern fand ich den cool in schwarz-lila. Ich fand ihn auch, oder finde ihn hier, wie er so angezeigt ist, auch richtig cool. Sieht richtig gut aus. Und dann werden wir mal sehen, was er verspricht, ob er hinterher auch richtig cool zum Zusammenbauen ist und wie die Teilequalität oder Kakoblock, müssen wir schon mal gucken, von wem sie sind. Okay. Was ich nur vorab schon gehört habe, ich glaube, wir müssen die Differentiale wieder drehen. Hier fällt gleich mal auf, sehr schön. Bauabschnitt sortiert. Alte Bauabschnitte sind ausgegraut, die neuen Teile sind farbig, Länge ist angegeben, Abbildungen sind da von der Länge der Teile. Insofern alles okay. Sieht jetzt nicht besser und nicht schlechter aus als die anderen Mitbewerber. Druckqualität ist in Ordnung, gut geleimt, hat ein bisschen gelitten. Ja, ihr seht's. Aber die Versender versuchen halt so viel Volumen wie möglich zu sparen und daher passiert es halt mal. Ja, gut, was soll's. Das hier ist auch interessant. Seht ihr das? Hier, zack. 90 Grad, also irgendwie reinstecken und dann umklappen oder so, oder im 90 Grad Winkel. Mal gucken. Also, das ist eine Zeichnung, die ich so in der Anleitung noch nicht gesehen habe. Sieht ein bisschen anders aus wie die üblichen, anscheinend zwei oder drei Programme, die die meisten asiatischen Hersteller benutzen. Ich meine, das von Moleking, das Programm oder von GoBricks. Erkennt man Moleking dran und Rael und die anderen, die die Steine benutzen, sind die Anleitung immer alles sehr ähnlich. Die sieht es wirklich mal ein bisschen anders aus. Gut, dann gucken wir uns als nächstes mal die Teile an. Ja, hier sehen wir den kompletten Packungsinhalt. Ihr seht, das ist die statische Version. Ich weiß auch gar nicht, ob es eine Power Functions Version gibt. Ich habe ihn einfach nur wieder mal bestellt. Ja, also bei Your World of Building Blocks, ich glaube, den gab es zu dem Zeitpunkt nicht Power Functions. Ich weiß nicht, ob es ihn jetzt gibt. Werden wir sehen, werden wir sehen. Wir haben neun Bauabschnitte. Ich bin nur mal gespannt, weil 6 und 9 lässt sich verdammt schwer unterscheiden. Ansonsten haben wir ein paar Tüten mit den Kotflügeln gesondert eingepackt. Ist nett, verkratzen sie vielleicht auch weniger. 13er oder 15er Liftarme, Soft Axles. Vier Reifen, wie sich gehört. Und die Panels und nochmal ein paar Liftarme und zwei Aktuatoren. Die werden, denke ich, für die Flügeltüren sein. Ja, so sieht es aus. Es lässt sich für mich jetzt nicht sehen oder so noch nicht sehen, welcher Hersteller. Ja, ich fange es dann an zu bauen. Dann gucken wir mal, wie die Qualität ist. Die Reifen riechen schon mal überhaupt nicht. Das ist gut, haben einen angenehmen Gummi, also Reifen scheinen absolut in Ordnung zu sein, Felgen sind in Ordnung, nicht verkratzt. Okay, dann wie immer lege ich los und zeige euch in den Bauabschnitten oder nach jedem Bauabschnitt meinen Fortschritt. Ja, das ist ungefähr die Hälfte vom Bauabschnitt 1. Wir haben die Wählschalter hier schon drin,
wird hier über das schwarze Viererrad, kennt's, wird es gesteuert, dann wird es verschoben. Ja, wir haben hier Zahnräder, hier. Im Moment alles noch nicht, natürlich noch nicht konnektiert zu da, wo es hingehört. Was ich euch zeigen wollte, und das ist echt seltsam, das hier gehört so nach vorne. Und hier unten, ich zeige es euch von der anderen Seite, da ist hier nochmal eine Achsaufnahme ins Nichts. Und kurioser ist, da ist eine Viererstange, die führt hier drunten ins Nichts. Da dazwischen ist nichts. Ich habe jetzt auch schon eine E-Mail bekommen von einem, der den Loy angeschrieben hatte, von Your World of Building Blocks, der Probleme hatte. Ich habe nur kurz reingeguckt und ich glaube, ihm ist auch gleich am Anfang aufgefallen, dass es hier nirgends wie konnektiert ist. Also, wenn es einer von euch schon mal gebaut hat, schreibt mal was rein. Vielleicht kommt da auch noch was, aber im Moment ist es relativ seltsam. Aber wie gesagt, Qualität ist okay, Pinne gehen relativ leicht, Achsen gehen in die Zahnräder ein bisschen schwerer als bei Lego, Pinne gehen ein kleines bisschen leichter als bei Lego. Insgesamt ist die Qualität aber bis jetzt okay. Es funktioniert alles, es dreht sich alles. Insofern, ja, seht ihr, es ist von daher alles okay. Aber das hier wundert mich wirklich. Und hier liegt jetzt der Bauabschnitt 1 vor uns komplett. Sehr ungewöhnlich, der Aufbau, aber okay. Eins vorneweg, und zwar, ihr habt in der Tüte 1 die zwei in schwarzer Pinne, müsst aber die Tüten 2, 3 und 4 auch aufmachen, weil in einer sind dann die schwarzen Dreierpinne, in einer sind die schwarzen Achskreuzpinne und in der anderen sind dann alle anderen Pinne, die man braucht, die halben und die mit Achsaufnahme, die drei Länge und so weiter. Also von daher, da müsst ihr euch drauf einstellen, dass ihr die Tüten aufmachen müsst. Des Weiteren hatte ich im letzten Take gesagt, dass ich nicht weiß, warum diese eine Achse da unten so steht. Jetzt ist es so, ich habe im Lapping Board geguckt, da steht ein bisschen was über dieses Modell. Das ist ein geklauter Mock, die Originalanleitung gibt es nicht mehr auf Rebrickable. Ich habe sie mir jetzt aber kostenlos besorgt, also die kostet auch nichts im Moment, aber man kriegt sie offiziell nicht mehr. Und da sieht man, dass dieser weiße Gummi da gespannt werden muss. Ja, das geht hier unten drauf, hier, ich weiß nicht, sieht man es, da der weiße Gummi, und dann hängt er sich hier oben ein. Der fehlt, der Gummi, und er fehlt auch in der Anleitung. Ja, gut, jetzt wisst ihr Bescheid, ihr braucht den weißen kleinen Gummi. Ich hatte es Gott sei Dank noch welche hier von, oh, weiß gar nicht mehr von welchem Aufbau, ah, von dem Carter Crane Truck, da waren es Gott sei Dank noch welche drin. Ansonsten ist der Aufbau sehr, sehr ungewöhnlich, also sowas habe ich jetzt noch nicht zusammengebaut. Es läuft im Moment auch nicht wirklich rund, das liegt aber hier hauptsächlich, ne, wenn die nicht in Neutralstellung stehen, dann lässt sich hier wenig drehen. Ja, ihr merkt, das ist, sobald verschieben sich die Dinger hier und dann hört er wieder auf. Also das muss alles erst fest eingebaut sein, in der Hoffnung, dass es dann funktioniert. Es ist ein bisschen komisches Modell vom Aufbau her. Gut, ich habe jetzt die Originalanleitung da, baue aber natürlich selbstverständlich nach der hier weiter. Aber wie gesagt, ersten Fehler haben wir hier. Zweiter Fehler wird es im Bauabschnitt 2 kommen, das ist Differential. Die müssen gedreht werden, das eine, vordere oder hintere, das dürfte eigentlich egal sein. Ich gucke mal. Und ich hoffe, wenn dann hier die Anbauten drankommen, dass ich dann testen kann, ob sich wirklich alles rund dreht, weil das hier sich sonst immer wieder im Moment verschiebt. Okay, soweit, so gut. Und hier liegt jetzt der Bauabschnitt 2 komplett vor uns. Und wir sehen, wir haben schon ein bisschen Struktur. Ja, unten schon alles fertig, soweit mit Rahmen durchgezogen. Das müsste allerdings alles sehr stabil sein. Schön ist, wie gesagt, die schwarzen Pinne, dass man hier nichts Blaues raussieht. Hier hinten, ihr seht, haben wir die Federung schon eingebaut. Besser gesagt vorne. Hier wird ja gelenkt.
wie gut das alles funktioniert und läuft, nicht besonders gut, ehrlich gesagt. Das innen drin hat alles ein bisschen Spannung und Druck. Es geht alles ein bisschen schwer. Werden wir sehen, ob das zum Schluss wirklich alles gut funktioniert. Es sitzt eigentlich alles richtig. Ich habe, glaube ich, nichts falsch eingebaut, aber irgendwie, egal, wenn ich irgendwo drehe, ist alles ein bisschen schwergängig. Alles ein bisschen schwergängig. Okay. Gespannt, wie es weitergeht. Ich denke, es wird mal die hintere Radaufhängung und Federung so und so bauen. Ach, das hier sind Fake-Motoren, also Platzhalter für die Motoren. Normalerweise würden hier hinten die beiden Motoren dann direkt auf die Hinterachse ballern und eher übers Differential. Aber da haben wir hier jetzt schöne Fake-Motoren dran. Dann sehen wir hier den Bauabschnitt 3 im kompletten vor uns. Ich habe nach 1 und 2 nochmal alles neu auseinandergebaut und nochmal aufgebaut. Mir ist A hier was rausgefallen und ich wusste nicht genau, ob ich es richtig eingesetzt habe. Und da es eh nicht so rund lief, habe ich es nochmal auseinandergebaut, zusammengebaut. Läuft jetzt ein Tick runter. Perfekt, immer noch nicht. Ja, Sitze kommen rein. Die Sitze haben eine coole Funktion. Man kann sie schräg, man kann sie hier über den Hebel kippen. Ansonsten haben wir hier den Unterboden und den Sitz. Das wird in einem hier gebaut und dann eingeklickt. Das ist richtig cool. Hatte ich so auch noch nie. Ich weiß jetzt aber auch, was die Probleme bereitet beim Lauf. Und zwar sitzt es hier hinten. In einem Technikrahmen wie hier sitzen hier links und rechts zwei die schwarzen großen Zahnräder, der hier sieht. Und hier mit einem Akkstopper jeweils davor sitzen die kleinen schwarzen. Und das dreht sich gerade mal so. Also egal, was ich probiert habe, hin und her und gemacht, so ein Technikrahmen ist für die Funktion einfach nicht gedacht. Ihr seht es hier unten drin und das ist das, was hauptsächlich schleift im Moment. Das kann gut sein, dass das mit Lego-Teilen, das hier ist ja ein ehemaliger Mock, dass das mit Lego-Teilen, wo ihn der Mocker gebaut hat, einen kleinen Tick besser läuft und schon ist es ohne Probleme. Ein kleines bisschen weniger Reibung und schon läuft es problemlos. Der geklaute Mock hier war ursprünglich auch AC und ich denke, da sind dann auch ein paar Fehler oder Sachen passiert beim Umbau, Ungereimtheiten, die ein bisschen komisch sind. Okay. Eins hatte ich noch vergessen zu erwähnen, hier unten drunter sitzt ein Fake-Servo. So wie hier hinten die Fake-Motoren sitzen, sitzt hier unten der Fake-Servo. Ja. Ansonsten habe ich, glaube ich, alles erzählt. So sieht es von vorne aus. Die Sportsitze sind richtig cool und auch mal ein bisschen anders. Aus Paneelen habe ich die so noch nie gebaut. Also Chapeau, wieder mal eine neue Sitzmöglichkeit kennengelernt oder wie man einen Sitz baut. Hier haben wir ein bisschen Armatur am Brett. Da wären normal die ersten Aufkleber bei. Ich hatte die Aufkleber auch mitbekommen, nur ich weiß nicht, wo die wieder hingekommen sind. Aber da ich sie eh nicht drauf mache, ist es vollkommen egal. Okay. Bauabschnitt 3 ist richtig gut. Der macht richtig Spaß. Die beiden Sitze und diese Seitenteile dann zu bauen, das ist relativ groß. Ah, hier ist noch witzig. Hier haben wir Bremse und Gaspedal. Und sie sind sogar hinten mit dem Gummikonnektor abgefedert, sodass man es wirklich ein bisschen reindrücken kann. Nettes, nettes kleines Detail. Also von daher, okay, dann geht es mal an Bauabschnitt 4. Und ich denke mal, dass wir da jetzt die Hinterachse bauen werden. Da weiß ich, dass es auch Probleme mit dem Zahnkranz vom Differential gibt. Mal gucken. Ach, die Hälfte vom Bauabschnitt 4 bringt uns die Hinterachse. Da hatte ich jetzt das erste Fehlteil und zwar hier die 3-Pin-Radaufnahme. Ihr seht, die hier läuft ganz, ganz smooth. Das ist die, die dabei war. Die hier dreht sich jetzt im Moment hier übers Differential nicht. Die ist von Leppin. Ihr seht, die geht nur ganz schwer. Aber ich habe keine andere mehr gehabt. Also ich wollte jetzt keinen Wagen auseinanderbauen. Und das hier habe ich noch vom Leppin McLaren P1 über. Gut, also das Rad wird natürlich jetzt erstmal stehen bleiben. Das können wir aber später noch
korrigieren. Ja, also da komme ich, denke ich, hoffentlich später nochmal dran, um das auszutauschen. Wenn nicht, ja gut. Mal gucken, wenn man schiebt, ob es dann funktioniert. Ansonsten läuft es einwandfrei. Das Differential habe ich jetzt auch nicht gedreht, sondern nur das vordere. Ne? Und da haben wir den ganzen Bauabschnitt 5. Die Heirat zwischen Hinterachse und Korpus gestaltet sich hier relativ einfach. Ja, das sind 4 Pinne, glaube ich, oder 6 oder sowas, also nicht allzu viel. Und hier unten die lange Achse, die in die andere rein muss, also nur eine Achsaufnahme, nicht so wie beim Bugatti oder sowas, wo ihr gucken müsst, dass 3 Achsen gleich stehen. Das ist hier nicht der Fall. Ja, das ist eine. Insofern, ja, und Vierradantrieb, ihr seht's, wenn ich hinten drehe, das funktioniert soweit. Alles in Ordnung. Ja, Federweg, ja, geht. Für das Gewicht mit 3.500 Teilen oder fast 4.000 Teilen wäre wahrscheinlich eine Doppelfederung besser gewesen, aber die roten sind schön straff, also es geht, es geht, es geht. Ja, problemlos. Wirklich problemlos, die Heirat. Da hatte ich schon wieder tierisch Angst, weil bei manchen Modellen, also ich weiß noch, beim Bugatti, glaube ich, habe ich fast eine Viertelstunde gebraucht, bis die Konnektoren und so weiter alle korrekt ausgerichtet sind. Die Teile mit der schlechtesten Qualität im Set sind die hier. Die hier Achsaufnahme und hier Achsaufnahme. Hier zum Durchschieben, hier die Aufnahme. Die Achse hier passt nicht ganz rein. Aber macht komischerweise jetzt bis jetzt keine Probleme, dass die Achsaufnahme nicht ganz sitzt. Also das überrascht mich auch, aber ist okay. Und so ist der Bauabschnitt 5 fertig. Und wir haben eigentlich schon so ziemlich die finale Länge vom Fahrzeug. Ich muss vielleicht sagen, auch ich, Idiot, habe mittlerweile gemerkt, dass der natürlich keine Flügeltüren hat. Das ist ein GT-Fahrzeug. Einmal denken, bevor man redet. Gut, das ist nicht meine Stärke. Also das Reden schon, das Denken nicht. GT-Fahrzeuge haben natürlich keine Flügeltüren. Ja. Wir werden die Aktuatoren hier hinten brauchen, um den Spoiler ein- und auszufahren. So. Jo, also wir haben die Hinterachse dran getrimmert gehabt im letzten noch. Das Ganze haben wir jetzt hier hinten brutal umbaut und befestigt und so weiter und so fort. Dann haben wir hier vorne den mitlaufenden Zylinder eingebaut. Und ihr seht's, lilaner Achsstopper. Lilaner Achsstopper. Leider hat er so ein bisschen Spiel hier, aber naja, gut, okay. Vorderachse hier, alles drin, alles dran. Bautechniken verdammt ungewöhnlich. Also es ist so ungewöhnlich, das Modell teilweise. Und aber cool ist, dass hinterher alles doppelt und dreifach gesichert wird. Also den wieder auseinanderzubauen, ist deutlich anstrengender als so manches andere Technikfahrzeug, weil Sachen, wo er denkt, ihr könnt da einfach abziehen, sind um die Ecke nochmal fixiert und so weiter. Also ich bin mal wirklich gespannt. Der wird ja wieder verkauft, wie immer. Also wer ihn haben will, soll sich melden. Ich habe einfach keinen Platz, wisst ihr. Wer den aber nochmal bauen will, ja, dann viel Spaß. Also das Auseinanderbauen. Hier haben wir die Lenkung. Und ihr seht jetzt 1, 2, 3, 4 Kardangelenke. Sie funktioniert. Ist nicht so, dass sie nicht funktioniert. Ich muss das nochmal anders draufstecken, dass es gerade ist. Aber allein schon das hier, dass sie hier so viel Spiel hat. Ja, so soll es optimal sein. Warum macht man hier nicht einen Achsstopper drauf? Also werde ich jetzt noch machen. Ich werde da einen Achsstopper noch draufzimmern, dass das hier unter Spannung bleibt. Und dann lässt sie sich nämlich auch sehr gut drehen. Wenn es hier vorne ist, ist ganz klar, dann funktioniert das Kardangelenk schlecht. Also, irgendwo einen Achsstopper noch besorgen, da hinten drauf machen. Ja, ansonsten gibt es nicht viel. Wie gesagt, was mich total überrascht, ist, wie durchdacht es ist, dass hinterher nochmal alles doppelt und dreifach fixiert wird. Also ich glaube, der kann irgendwo runterfallen aus 3 Metern. Ich glaube, da springt ganz, ganz wenig ab. Ich glaube, der könnte den Sturz wie eine Katze echt überstehen. Gut. Und da haben wir den Bauabschnitt 6. Hat uns wieder gut vorangebracht. Ihr wisst noch, beim Auspacken, 6 und 9 waren nicht wirklich groß zu unterscheiden. Von den Zahlen auf dem Beutel guckt,
Im Bauabschnitt 6 sind 4 von den lila, von diesen Paneelen drin. Dann wisst ihr, dass ihr die 6 habt und nicht die 9 umsonst aufgerissen. Ne? Okay. Ja, es hat sich nicht so, also es hat sich viel, viel, viel gemacht, aber wenig, was man jetzt speziell genau sieht. Ja? Also was ich euch zeigen kann. Die Seitenpaneele. Das hier haben wir dran gebaut. Hier hinten, dazwischendurch, wird die Flex-Achsel durchgeschoben. Sehr geschickt gemacht. Hier habe ich ein Fehlteil. Hier sind so die Slopes drauf mit den Lüftungsschlitzen. Da fehlt einer. Da fehlt, also das dritte Fehlteil. Ne? So eins hier. So eins und was war es noch? Also drei Fehlteile. Ah, eine Sechserachse in schwarz. Eine Sechserachse in schwarz. Und was aber dazugekommen ist, das Heck. Und seht ihr das? Das sind ganz dünn auf der Kante. Ist lila. Die haben das echt lila eingefärbt auf der Kante hier. Bei den 4 Stück. Unfassbar. Ich hoffe, ihr seht's. Also was für ein Aufwand, muss man jetzt echt mal sagen. Was für ein Aufwand. Die Aktuatoren werden hier hinten reingezimmert. Das hinten ist ein bisschen flimsy, bis ihr alles drauf habt. Ja, also bis wirklich alles dran ist, ist ein bisschen zerbrechlich. Was aber ein totaler Krampf ist, wo ich jetzt das erste Mal richtig geflucht habe bei dem Set, ist dieser Liftarm hier. Dieser Liftarm. Der ist 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Der müsste auf 8 Pins gleichzeitig stecken. Ist normal kein Problem. 2 davon sind auch statisch. Aber die hier, das sind die beweglichen. Die sitzen hier innen drin, läuft die Achse, da läuft der Dreierpin und da sitzen die Konnektoren drauf. Und jetzt drückt mal das Ding runter und bringt die hier alle in die. Oh, ne? Braucht nicht weiterreden. Ihr könnt es euch vorstellen. Hier habe ich echt geflucht. 8 Pins zu drücken ist, wenn sie festsitzen im Liftarm, schon nicht schön, aber meistens gut machbar. Aber wenn die beweglich sind, die Konnektoren, oh, dann ist grausam. Grausam. So, hier Blick von der anderen Seite. Hier haben wir schon einen Anschlag der Türen dran gemacht. Also bis auf das war es alles top zu bauen. Aber das war echt ein Krampf. Wirklich ein Krampf. Und hier hinten muss man halt, wie gesagt, ein bisschen gucken, bis alles fest dran sitzt. Dann nochmal alles so ein bisschen drücken, drücken, drücken. Und dann ist okay. Dann ist okay. Bauabschnitt 7 habe ich jetzt hinter mir noch 2 Stück. Ich sage, der war ein bisschen frustrierend. Hat auch am längsten gedauert. Bis jetzt habe ich so eine Stunde, anderthalb pro Bauabschnitt gebraucht. Bei gemütlichem Tempo und so weiter. Hier habe ich jetzt fast knapp über 2 gebraucht. Warum? Na, ein bisschen frustrierendes Heck. Okay, wir haben das Dach. Zum Heck komme ich gleich. Wir haben das Dach hier oben angebracht, finde ich schön. Es ist auch relativ stabil. Ich würde es allerdings hier nicht unbedingt anheben. Bei manchen anderen geht es hier, es gibt dann schon gut nach. Wie gesagt, es ist stabil, nur das ganze Gewicht vom Auto wird es wahrscheinlich hier nicht tragen. Das konnte man beim McLaren P1 machen. Ich glaube, hier funktioniert es nicht. Hier vorne haben wir gar nichts groß angebaut. Das meiste war jetzt alles hinten. Seht's, Seitenlinie. Paneele sind gut, von guter Qualität, auch nicht zerkratzt. Alles in Ordnung. So sieht er dann von hinten aus. Schönes, bulliges Heck. Lässt sich nichts sagen. Die Scheinwerfer sind auch ganz gut gemacht, schön gebaut. Und hier die andere Seite. So, was hat mich jetzt so viel Zeit gekostet? Man sieht im hinteren Teil oft sehr schlecht, wo ich es wirklich anbringen muss. Und es ist auch ein bisschen Spannung drauf. Das liegt mit daran, dass diese einen, die mit Pin-Aufnahme und Achse, ne, oben quer, unten, dass die nicht ganz reinpassen und dementsprechend ein kleines bisschen Druck drauf ist. Genauso diese Platte hier, die wird gebaut und dann hier von oben reingebracht, dass dies hier rausstehen bleibt. Und dann hier unten reingedrückt. Und das hier war das Teil hier. Das war gar nicht fest.
Das wird nur durch die Soft-Axles hier und links und rechts gehalten. Und dann liegt es hier drin, bis dann der Teil hier oben drauf kommt und dann da reingedrückt werden muss. Und dann muss das. Ah, es ist nervig. Gut, man kriegt es hin, aber es hat mich jetzt echt viel Zeit und Mühe gekostet. Allerdings muss ich sagen, dass das Endergebnis vom Blick her, es sitzt komisch, es sitzt eine ganze. Ja, ich muss das hier nochmal umsetzen, das sitzt eine ganz mittig, aber ansonsten ist alles in Ordnung. Es sieht geil aus, das Heck. Absolut super. Man braucht halt nur ein bisschen Nerven. Ne? Okay. Gut, ich hoffe es mal, dass die letztlichen zwei Bauabschnitte 8 und 9, ja 8, nicht allzu viel, 9 nicht allzu viel. Was haben wir da noch? Ach, das ist für mein neues Mikro. Ha, okay. Auch das hier ist ein bisschen nervig gewesen, wie er das reinbringt und vom Winkel und so weiter. Also wie gesagt, war ein bisschen nerviger Bauabschnitt, aber ich denke, jetzt wird es besser. Und da liegt jetzt der Bauabschnitt 8 komplett vor uns. Und ihr seht, das Ding ist fast fertig. Ja. Hintere Kotflügel, die Tür. Ist ein bisschen strange, dass ich die. Seht das? Weil die Achse hier durch den Brick geht, geht halt immer der Spiegel mit. Ist aber nicht schlimm. Ansonsten ist die Tür praktisch hier unten einmal angeschlagen. Mit einem Pin und dann hier über die Konnektoren, Bausteine mit der Achse dann nochmal fest verbunden. Das Heck vom Fahrzeug sieht immer cooler aus. Wie gesagt, das ganze Heck ist ein bisschen frimmelig. Ein bisschen flimsy, ein bisschen frimmelig, aber wenn man es fertig hat, ist es stabil und sieht halt einfach super geil aus, muss man wirklich sagen. Also, absolut top. Die andere Seite sieht natürlich gleich aus. Ansonsten, ihr seht das Dach oben und hier die Abdeckung. Das ist alles toll, toll zu bauen. Wenn man das hier hinten das Heck fertig hat, dann ist alles absolut einfach. Die Schräge hier ist vielleicht noch ein bisschen aufwendig zu erzielen. Muss man wirklich gucken. Also der gesamte Bereich, lasst euch Zeit, drückt alles fest ineinander, guckt, dass wirklich alles sitzt. Sonst habt ihr ein bisschen arg Spannung drauf. Aber wenn alles richtig passt, dann sieht es einfach geil aus. Gut, dann ja, freue ich mich jetzt. Letzter Bauabschnitt und dann haben wir das Monster fertig. Juhu, 9 Bauschritte. Und wir haben ihn vor uns. Und ich muss sagen, aussehen tut er einfach verdammt geil. Klar, er hat hier so kleine Löcher oder so. Ne, ist nicht perfekt, aber das ist gar kein Technikauto. Und allemal besser als der Bugatti oder der Ferrari vom Markenhersteller. Ne, top. Kurzes Fazit. Die Steinequalität, ich würde sagen, man kann es ungefähr mit Kader vergleichen. Die paar Steine sind auch bei Kader nicht so gut, Konnektoren halten aber trotzdem. Ähnlich ist es hier. Ja? Ansonsten 4 Fehlteile. Radaufnahme, 6er Achse und nochmal 2 Kleinteile, war es nicht wirklich schlimm. Und klar, halt die Zahnräder, die hinten gefehlt haben und der Gummi. Ansonsten haben wir hier, kommen wir hier an den V12 ran. Ich zeige ihn euch auch nochmal von vorne, bevor ihr dann den Rest im Review habt. Schöner böser Blick von vorne. Richtig coole Front, muss ich sagen. Hier finde ich auch den Einsatz der Soft-Axles relativ okay. Und hinten der Spoiler, den wir ja raus und runter fahren können, weil ich die Zahnräder ja eingebaut habe. Aber das zeigen wir alles im Review dann. Okay, ich hoffe, euch hat es gefallen. Also ich fand den Bau richtig geil. Er hat ein paar Frustmomente und es ist schade, dass in der Anleitung ein paar Fehler drin sind. Und so weiter, aber insgesamt durchaus positiv. Ich bereue es nicht, ihn gekauft zu haben. Wer ihn haben will, soll sich bei mir melden. Ich muss ihn natürlich auch wieder loswerden, wie immer, das wisst ihr. Also, wer in der Nähe von Ludwigshafen wohnt oder ein bisschen weiter weg, soll er 2, 3 Autos kaufen, dann lohnt sich die Fahrt zu mir. Ne? Ihr wisst, wie ihr mich erreicht. E-Mail ist in der Kanalinfo, da könnt ihr mich anschreiben. Gut. Das soll es gewesen sein. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen, eure Geduld.
Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Wie gesagt, ich hatte es auf jeden Fall. Und wir sehen uns dann in ein paar Tagen zum Review. Für alle, die jetzt warten auf das Review von dem Kader Kran, das dauert ein bisschen. Nicht, weil er nicht fertig ist und nichts, sondern ich habe einfach einem Loy versprochen, die Sets, die ich von ihm habe, weil die schon länger liegen als dieser Kader, dass ich die jetzt dann auch mal alle zeige. Ne? Das ist ganz klar. Okay, vielen, vielen Dank. Wie gesagt, ich bin euer Frank, der Brickfreak. Habt eine gute Zeit und bis bald.